Sie sind hier, 4. August 2018, 8.56 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Ronaldo Vieira spielt ab sofort für Sampdoria Genua, Cristiano Ronaldo für Juventus Turin. Urheberrecht Sport 1, Grafik Imago, Getty Images. Sampdoria Genua verpflichtet Ronaldo und verkündete den Transfer im Stile von Juventus Turin. Der Serie A-Club macht sich aber auch über sich selbst lustig. Hauptsache Ronaldo, Sampdoria Genua hat sich nach seiner neuesten Spielerverpflichtung über den Serie A-Liga-Rivalen Juventus Turin lustig gemacht. Denn nach der Verpflichtung von Ronaldo Vieira twitterte Genua eine Grafik, die sehr an jene erinnerte, die Juve für den Megatransfer von Superstar Cristiano Ronaldo verwendet hatte. Bei beiden ist in langgezogenen Buchstaben der Name des Spielers in weiß auf schwarzem Hintergrund geschrieben und der Schatten des jeweiligen Spielers dargestellt. twitter.com/sampdoria-on-status/1025289374844577 7745. Genuas Kommentar zu dem Post lautete: Breaking, Sampdoria verpflichtet Ronaldo. Ronaldo Post weist Unterschiede auf. Wer genau hinschaut, wird allerdings erkennen, dass Genua in ganz kleinen Buchstaben noch Vieira unter das Ronaldo gesetzt hatte. Zumal Juve ohnehin Cristiano und nicht Ronaldo in großen Lettern schrieb. Dieser ist darauf auch in typischer CR7-Manier zu sehen, während die Pose des Spielers von Genua etwas bescheidener ausfällt. twitter.com/juventusfsen/status/101-6728621068930570. Genua verreppelte sich aber auch selbst und wies darauf hin, dass ihr Tweet zur Ronaldo-Verpflichtung mehr Retweets hatte, als sie Follower haben. Genua legt mit lustigem Post nach. Inzwischen hat Genua nachgelegt und ein weiteres Bild gepostet, in dem nebeneinander Cristiano Ronaldo und Ex-Fußballstar Patrick Vieira zu sehen sind, darunter ein Foto von Ronaldo Vieira. Genuas Kommentar dazu: Warum sich entscheiden, wenn man beide haben kann? twitter.com/sampdoria-on-status/1025433741568965233. Am 29. Dezember wird sich zeigen, wie groß der Unterschied der beiden Ronaldos auf dem Platz ist. Dann muss Juventus Turin in Genua ran. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.